sowieso. So, erste Lagemeldung. LKW in PKW, zwei PKW beteiligt. Mindestens zwei Verletzte. Zwei RTWs NEF rollen. Also sind Personen drin? Ja, ich habe das THW auch mal alarmiert wegen Rettungsplattform, ne? Ja. Gibt es kein Feuerwehrfahrzeug, was eine Rettungsplattform hat? Nee, nur der AB Rüst und das THW. Okay, der AB Rüst ist auf dem Weg. Wir könnten sogar vor mir ankommen. Oh, übrigens, RW-Position, sehr gut geparkt, Fisch treten musste. Ich achte da drauf. Lehn dich nicht so weit aus dem Fenster. Doch, bei mir sind das drei Leute drin. Drei Leute eingeschlossen? Nee. In meinem GKW. Ach so. Vorne ist einer drin, im LKW ist einer drin und hinten wird auch einer drin sein. Okay. Magst du den Pool-Typi an der Abbiege dicht? Hinten keiner, zwei Personen eingeschlossen. Jawohl. Aber ich wusste es angekommen, ich sattel ab. Ja, aber am besten im LKW. Ja, gut. Hört sich zu spät an. Ja, aber das wird schon passen von der Distanz, oder? Ah, oh, wird schon passen. Wir brauchen einen Spreizer, also nimmst du die Schere nicht, dann nimmst du einen Spreizer, ist mir auch egal. Wie man so schön sagt, passt schon. Kannst du mir mal einen Notarzt schicken, Emini? Jo, mach ich. Aber ihr wisst, steht da, ich mach mal die Scheiße drumrum und ja, Plattform habe ich mir schon genommen. Jo. NF, brauchst du? Ja, genau. Hier ist auch noch da, falls noch irgendwas vom Rüstkopf oder so benötigt wird, ne? So, Patienten sind soweit. Ich lass mal meinen Meter Platz machen. Einer ist im Fahrzeug schon tot? Das ist nicht gut. Wie ist denn das passiert? Eine Person im Fahrzeug. Vermutlich durch den Unfall. Okay, im blauen Wagen irgendwie schon was. Maschinist vom BLF. Generator an, Attacke. Ja, was? Wollte nicht, Generator besponnen. Ah, perfekt, doppelschneiden hier, mega. Jetzt läuft. In dem hinteren war keiner mehr, da habe ich das richtig? Hinten ist keiner. Perfekt.
Ja, dann einmal der ankommende Notarzt kann neben dem Abirus an der Kreuzung stehen bleiben. Ja, das ist zu spät. Machen wir. Sehr wo brauchst gut. du mich? Aktuell noch nicht. Wenn gleich beide Patienten befreit sind, kannst du einen übernehmen, ich nehme den anderen. Okay, dann übernehme ich einfach den vorne am blauen PKW, ja? Ja, wenn... Ja, kannst du. Viel Spaß. Laufende Reha. Nee, Exitus, oder? Bitte? Exitus. Da reanimiert nicht mehr. Pipo ist auf dem Weg. Das vierte Mal geblitzt, Dings. Verwechselst du jetzt, das ist Man in Black. Okay, sechsmal geblitzt, Dings, Patient X. Was eine Scheiße. Ich hol mir schnell einen L-Schein. Endgültig ungeklärt aus dem Neff. Und zack, ciao. Pipo ist auf dem Weg. Ja, verstanden. Ich mach mal ein Papierkram. Mach schon mal Papierkram. Ja, ich glaube, der zweite Ding wird jetzt auch nicht mehr so fresh. Ist, ne? Also, Max, die Kripo ist schon auf dem Weg, ne? Also, du kannst ihn jetzt retten, ne? Ach, halt die Klappe. Nö, nee, da ist nicht okay. Oh, schau mal. Ich würde fahren, Pascal. Ja, auch. Sollte die alarmieren? Hm? Ja, nee, hiermit zweites Nest ja. abgelöst. Ja. Hab's mit dir schon in der Fall. Hab's dir alle. Ich hab's gerade gemerkt. Soll mein Nest zur vermissten Person? Ja, fahren wir ruhig. Jawohl, machen wir. Rettungsdienst, hier Abschleppdienst wird sich schon mal bereit machen. Was? Sind noch Betriebsstoffe? Sieht da hinterher noch was? Nee. Nee, augenscheinlich keine. Ist jetzt gerade nichts. Dann fahre ich mit Nahle hoch zum Schornsteinbrand. Der Abirist kann dann aufgesattelt werden, Gemini, wenn du Kapazität hast. Verstanden. Wir wissen ja, was bei Pascal passiert ist. Und es hat Rumpf gemacht. Ja, und es hat Boom gemacht. Hä, wie baue ich den denn zurück? Genau, Lichtmast aufbauen, das war's. Also. Ja, ich hab mich verklickt. Alles easy. I'm sorry. Sag doch einfach, du bist so inkompetent. Genau. Oh, Schornsteinbrand. Ist doch nicht schlimm, wenn du inkompetent bist. Der quatzt aber ordentlich. Ah, mei. Ja. Du schaut das auf dem Weg. Braucht man für den Schornsteinbrand zwangsläufig die Delika, oder? Ja. Wie willst du den Schornstein sonst kehren? Weiß ich nicht, THW-Rettungsplattform oder so. Ja, genau. Ich brauche dir ein Gerüst auf, weißt du? Genau. Okay. Ja. Ich mach den VU erstmal. Ich habe bloß ein kleines Problem. Was denn? Wer fährt denn wo zum sind die Delika? Die Delika kommt hier oben. Polizei rollt erstmal zum VU, ich hab noch nichts weiteres. Du hast da alarmiert, also gehört zu dir wieder. Oh, super. Ich mach Rettungsdienst komplett. Also VU mach ich eigentlich bis auf Pol. Alles klar. Pol hat Eintreffen, Beteiligten, zwei PKWs, mindestens... Hey, Max, wenn du dir das HLF alarmierst, musst du es selber machen. Okay. Weil wenn ich es mache, Person, keine Ahnung, wo der ist. Ich bin an dem Haus, aber zumindest im Haus nix. Neff, warte, da ist der Person, ist ein Fall von Hund. Ja. Soll ich schon für den VU Halef alarmieren oder? Negativ Russen kommt. Okay. THW ist auch auf Anfahrt. Hä? Wieso? Das ist doch gar kein LKW. War noch draußen. Ja, dann. So, ja, okay. Dann mach einfach die Kreuzung nicht. Ich korrigiere, war doch nicht mehr draußen, ich bleibe zu Hause. Verstanden. Okay, bei dem Verkehrsunfall unten haben wir jetzt doch Ölflecken, zwei auf der Straße. Ja, ich fahr nachher zwischen. Ja, kann ich auch machen, Patrick. Ne, ich bin unten draußen, da brauchst du nicht von oben runterkommen. Ja gut, das stimmt. Ich fahre jetzt bloß schnell den Schornstein und dann fahre ich mit dem HLF weiter. Alles klar. Wohin? Oder auch nicht.
Oh, Alter, das geht nur auf den Sack. Kommst du blödes Schwein da dran jetzt endlich vorbei? Danke. So, du holst Atmer. So. Gemini, guck mal, ob im Bein PKW einer eingeklemmt ist. Ja, ich bin unterwegs. Sattelst du die Scheiße jetzt mal ab? Danke. Weil wenn, dann brauchst du nämlich doch ein zweites Paar Unterbaumaterial. Ja, ich bin unterwegs. Also ich gucke. Ja, zweimal Clem. Jo, THB ist unterwegs. Danke. Notärzte macht noch Versorgung. Pascal, gerade Kapazität für zwei Bestatter oder gerade nicht? Die Glasmaster. Da krieg ich die Glasmaster. Ha? Nee, Pascal, hast du... Also Bestatter unten wären da, wenn du Zeit hast, wenn nicht, ist nicht schlimm. Ja. Wer sagt so weit weg? Keine Ahnung, bei mir nicht. Der Drehleiter. Die Drehleiter. Also. Also, Glasmaster macht okay. Willst du mich jetzt verhaften? Ja, gut. Gimli, wenn du RD was brauchst, ne, sag Bescheid. Du musst noch ein Stückchen runter, Patrick. Ich sehe es selber. Okay. Ja, ich krieg das erstmal hin. Ich versuche die Leute, ich befreie die Leute jetzt. Warte, wird unterbaut. Können wir ein zweites LF oder LF-HLF für den VU bitte alarmieren für Unterbaumaterial? THW ist auch unterwegs. Achso, okay, danke. Hat sogar gleich eintreffen. Sehr schön. Hat sogar, ist schon längst da. Perfekt. Ja, siehst du, bisschen Training, dann ist das hier ganz anders. So. Generator, den roten PKW schneide ich. Du müsstest bitte den beigen übernehmen, danke. Ja, okay, ich mach den beigen. Den beigen. Den beigen. Besser. Was denn? Was jetzt? Danke. Ein scheiß Ölfleck und du musst den ganzen Saal rausklingeln, ne? Das war noch Max, hast du unten Erde frei zum VU, bitte? Ja, hab ich. Danke. Brauchst du noch einen zweiten Dock oder? Nee, gerade nicht. Wie helfe ich denn am Spreizer? Du musst mit einem freien Feuerwehrmann auf den Mann mit dem Spreizer klicken. Ah. Also wir haben jetzt nur drei Verletzte bei dem VU, ist das richtig? Vier, okay, dann Letzter RDW kommt aber von mir. Okay, okay. Das heißt, von dir ein RTW, dann passt das. Und ein Verkehrsunfall ist fertig, sehr gut. Hey, wo ist denn mein... RTW von mir hat eintreffen. Welchen Patienten darf ich übernehmen? Irgendeiner, der rausgeschnitten wird. Ich mach kurz Einsatz für meinen Trink gleich wieder da. Alles klar. Hier aus dem Bildschirm ist frei.
Dann nehme ich die eine Dame aus dem neben dem roten PKW hier. Ja, auch okay. Müsste jetzt sogar alles fertig sein, das müsste kein Bild mehr sein. PKW brennt, PKW brennt. Ja, das muss ich wieder nehmen. Hä? Wieso? Nicht einsteigen! Was machen die jetzt alle? Oh Gott, ich geh schon mal zur Seite. Nimm den Gruppenführer und dann, genau. Nimm doch einfach den Gruppenführer und mach schneller Griff in Richtung. Ja, ich bin auch schon dabei. Okay. Gut. Was kann passieren, wenn man die Batterie nicht abklemmt? Oh, weia. Ipsala. So, Bestatter ist bereits informiert beim VU. THW nochmal bitte roten PKW schneiden. Ja. Danke, da brauchen wir nochmal eine Schere. Dock Nachforderung 2NF1. Im roten PKW ist jetzt eine Bergung, keine Rettung mehr. Bei der vermissten Person da, ne? Ja. Brauchst du den Dock noch da oder was ist da? Nee, aber da ist ja immer noch eine Person vermisst. Haben wir da schon den Hund irgendwie aktiv? Nee. Dann fahr ich rein. Ja, was da? Dann ist er noch gar nicht abgeschlossen. Okay, also ich kann. Was ist? The fuck? Was ist los hier? Okay, wenn ich draufgehe mit dem Spreizer, sagt er mir, ich brauche eine Rettungsschere. Gehe ich mit der Rettungsschere drauf, sagt er, ich brauche einen Spreizer. Was denn jetzt? Sagt er, wir brauchen eine Rettungsschere. Ich glaube, weil du schon angefangen hast und der abgebrochen wurde, deswegen ist es jetzt fehlerhaft. Nee, meiner hat nämlich gesagt, meiner hat mit Spreizer angefangen, mir aufgehört und mir gesagt, wir brauchen eine Schere. Ja, wenn ich aber mit einer Schere raufgehe, sagt er, wir brauchen einen Spreizer. Wenn ich mit dem Spreizer raufgehe, sag ich mal, wir brauchen die Rettungsschere. Ja, aber dann rüste ich jetzt mit meinem Feuermann nochmal eine Schere aus. Ist ja tot, ist er ja eh. Ich habe auf jeden Fall die beiden Batterien abgeklemmt. Jetzt. Ja. Ja, sorry, ich wusste. Oh, ein Schweizer, ja. Sag ich doch! Und wenn du gleich drauf guckst, brauchst du eine Schere. Fertig mit dir. Spreizern holen. Ich brauch die Schere. Du kleiner Pisser. Also das Spiel, nicht ihr. Okay. Also der rote PKW kann nicht befreit werden. Oder was du halt nochmal versuchen kannst, nimm die Unterbaumaterial mal weg. Und dann versuch's mal. Sonst funktioniert. Dann mach ich das wohl. Okay, ich. Und dann hole ich mal so Schere. Ja, warte mal. Ich unterbau dann mal neu. Ja. Und dann kannst du ja noch einmal einen Spreizer ausrüsten. Genau. Dann warte ich, bis das weggeholt hat. Okay. So, jetzt unterbaue ich. Das Fahrzeug erst unterbauen. Was soll ich? Schere oder Spreizer? Spreizer. Ich habe gerade die Schere in der Hand. Okay, dann mache ich die Schere. Okay, nee, der ist noch nicht fertig mit dem Unterbauen. Und dann probiere ich erst mit der Schere. Ja. Okay, nee, du mal Spreizer bitte. Nee, Schere. Wir brauchen die Rettungsschere. Meiner sagt Spreizer. Ja, bei mir sagt, wir brauchen die Rettungsschere. So, wir können weitermachen. Ja, wir bauen einfach zurück.
Patrick, du musst, glaube ich, mal das. Ich mach mal aufsitzen. Du musst den roten PKW musst du löschen. Ja. Weil wegen. Da ist noch eine drin. Wenn ich mit dem Spreizer rangehe, sagt er, wir brauchen die Rettungsschere. Wenn Gemini mit der Rettungsschere drangeht, sagt er, wir brauchen den Spreizer. Ach, scheißen Dreck. Ich hab den falschen alarmiert, egal. Ich hab nämlich auch einen Soundbug irgendwie, oder? Okay. Ja, stimmt, ich auch. Ja. Soundbug weg. Ja. Gut. Super. Dankeschön. Ich habe schon hier ins Auto fall. Das muss ich jetzt schon wegschmeißen, weil es vergammelt hat. So, Abschlepper unterwegs. Ja. Können wir eigentlich warten auf den nächsten Einsatz? Da kommt ja schon. Da hast du. Wow. Ach du Scheiße, Amokfahrer. Oh, Person in Not. Ich bin da direkt da. Ich könnte die Tür öffnen werden. Hast du nicht, was so ein Amokfahrer gesagt? Er hat vermutet, dass es ein Amokfahrer ist. Nee, das ist garantiert einer. Aber ich bin dran. Gut. Oh jo, könnte sogar einer sein. Solange keiner eingeklemmt ist. Na, noch nicht. Da fährt er noch. Ja, danke, da steht gerade. Dass ihr den stoppt, ich versorge den Fahrradfahrer. Wo soll das Auto sein? Ich sehe keins auf der Karte fahren. Ich aber, alles gut. Hab's im Blick. Da wo das Halef, das Elef ist, die Straße rein Richtung Springbrunnen, da ist der. Wer fährt Person in Not an? Gemini? Ach, da oben. Nee, ich mach grad den Fahrradfahrerunfall. Ja, du hast ja noch einen RTW da frei. Ja, Person in Not ist Altstadt. Ja, schick ich wart. Ja, ich guck gerade, ob es eine Türöffnung ist. Danke. RTW kommt. Person festgenommen. Dann kannst du mal bitte Erstversorgung machen. Jo. Danke. War sogar Türöffnung. Ah, sehr gut. Da ist sogar Türöffnung. Ich brauche bei dem Unfall da nochmal die Polizei. Vermutlich Beweissicherung. Ja, du musst dein Abi-Rüst nochmal beim VU-Heim schicken. Da steht dann noch gelangweilt rum. Ja. Einmal Neff, ist eine Reanimation. Ja, verstanden. Ich schick schon mal die Kripo los. Krankentransport muss warten. Sag mal, Gemini, warum hast du drei zusätzliche RTWs bei dir in der Wache 2 geparkt? Das ist so komplett Game Engine wieder kaputt gemacht, weißt du? Die waren da gerade in der. Die waren da gerade in der Nähe. Weil ich wundere mich schon, warum du ständig mit dem Flughafen-RTW und dem NEF hier rumgurkst und ich da seitdem nicht mehr Wache 2 gesehen habe. Jetzt chill mal, was ist da? Was ist da vorne? Da ist irgendwie Betrunken Apparition. Er hat das Game durchgedribbelt. Ja, okay, Elender Cheater. Habt ihr den Fahrer jetzt gestoppt? Nee, ne? Doch, doch, der sitzt schon im Auto. Ja, aber der ist am Pfosten, der ist gegen den Pfosten gefahren, oder? Was für ein Pfosten? Hier ist ein Auto. Der sitzt bei mir im PKW. Der Wagen wird abgeschleppt. Ah, okay, gut. Kann mal einer den Person vermisst abbrechen oder so irgendwas? Wenn wir da schon nichts mehr machen?
Habt ihr mal einen Zeugen befragt, der dort steht? Wir haben zwei Verletzte. Wird zufällig ein RTH benötigt? Ich habe einen witzigerweise auf der Karte. Glaube nicht. Gut, fährt er jetzt heim. Dein AB-Rüst steht hier immer noch auf der Karte und langweilt sich. Wo da? Ja, beim ehemals VU. Achso, ja. Da steht er gut. Nee, nicht. Gemini? Ja. Kannst du die Leiche bitte noch mit dem Notarzt einmal, dass ich sie freigeben kann? Achso, da ja. Ich hätte nämlich immer noch kein weißes Tuch über dem Kopf. Ja, an Gemini. Ja, ich hab die L-Scheine im Auto nicht gefunden. Es tut mir leid. Mach aus dem L T und zwar ZZ. Und zwar Transportschein. Zack, zack, KTW. Der Notarzt ist irgendwie doch ein bisschen motiviert und schockt noch ein bisschen. Da steht noch ein Elf von dir rum. Wo? Da. Beim Fahrradfahrer. Ja. Habe ich. So, dann holen wir jetzt aber bitte die Bestatter. Der eine Krankentransport, wird der schon gemacht? Negativ. Da wäre eine RTW in der Nähe, der das machen könnte. Ja, feel free. Nee, ist deiner. Du hast ja den 300 RTWs da eingestellt. Ja, die sind jetzt gerade alle unterwegs. Die sind mal unterwegs? Oha. Ja, dafür ist der. Weiser Voraussicht. Dafür ist der Regelrettungsdienst komplett in der Halle, weißt du? Ja, ich schicke ein KTW. Gib mir ein paar Sekunden. Alles gut. Ich glaube wieder Elektrowagen. Ich bräuchte bitte mal Bestatter. Und den Notarzt zum Tod feststellen. Wohin? Wohin die Kripo schon mal? Ich mach die gestützte Person. Ans Wasser. Ja. Ans Wasser. Zum Parkplatz. Okay. Notarzt kommt. Gestützte Person machst du, Gemini? Jawohl. Okay. So richtig. Den PKW brennt wohl alle Milch, die man die Mulde. Dann wartet doch mal die Zeit ab, das ist kein Elektroauto. Doch, ist es. Haben wir hier unten vermisste Person schon irgendwas? Ja, ein Bestatter. Okay. Verstanden. Komm ich hin mit der Kripo. Notarzt rollt auch schon. Das ist diesmal nicht meiner. Naja, ich mach schon.
Ja, laufen Dreher am Fluss. Ach, ja. Lebt doch noch. Ja, nee, aber, also, nee. Ja, nee. Was denn jetzt? Ja oder nee? Gimini, dein RDW ist da. Ja, ich weiß. Genau in dem Moment war ich auch da. Ja, Patient X unten beim Dings. Vermisste Person. Jo. Kripos da. Top. Die Wette gilt. Top, die Fette killt. Das Treppenhaus ist zu eng. Drehleiter. Das heißt, ich brauche einmal hier eine Drehleiter. Was machst du, oder soll ich? Ich fahre. Alles klar. Person in Not, oben fahre ich an. Mhm. Ja, unten ist für den Fall der Fälle Feuerwehr auf Antwort da unten zum ein, wenn die Tür zu sein sollte. Alles klar. Also was jetzt auf Antwort ist alarmiert. Magst nicht wundern, jetzt habe ich tatsächlich meinen 483 auf die Wache 2 alarmiert, weil die und Wache komplett Tür leer ist. Nee, Tür ist offen, brauchst du nicht. Ja, ich breche das Fenster raus. Nachgeforderte Drehleiter kommt für Stadtmitte, ne? Jo. Ist auf Antwort. Oder ist alarmiert. Ist auch nicht schlecht. Treppenhaus zu hängen? Alter, geil. Person, Rettung, DK? Oh, geil. Ich komme übrigens auch nicht zu meinem Patienten. Da ist entweder die Tür irgendwie zu oder da muss wirklich übers Fenster raus. Er sagt mir aber gerade Reanimation. Ja, ich fahre schon mal mit der Spurensicherung auch da an. Ja, ich schick auch schon mal ein NEF raus. Fehler doch raus. Jawohl, verstanden. Da kriegst du keinen Abklapper, Max. Hat jetzt gerade funktioniert. 83 macht jetzt ja, aber da muss ich getaucht werden. Der wird nämlich nicht aufgenommen vom Abklapper, weil er noch brennt. Okay. Das ist ein Elektrowagen, der muss geflutet werden. Deswegen auch die AB-Mulde. Ja, dann kann ich ihn ja wieder heimschicken. Genau. Na, eigentlich kommt der AB-Mulde bloß wegen Bindemittel, aber. Nicht mehr! Hast du. Ah, nee, warte, ich schicke mir selbst ein NEF. Hast du eine Information, wo ich ran muss an das Gebäude? Vorne, wo der RTW steht, glaube ich. Negativ, ja, vermutlich, wo der RTW steht, aber ich bin mir nicht sicher. Ich gucke mal, was ich machen kann. Ja, probier's mal. Mit Gemütlichkeit. Mit Explosion, Lare, unklar. Saustab. Ja, ich komme mal mit dem Löschzug mit. Ah, gut. Ich wollte gerade sagen, der Trailer hat irgendwie keine Schleifkopfhaare, aber hat dann doch einen gefunden. Das ist hilfreich. Okay, der Abi, Mold ist vorbeigefahren, brennt Grill. Toll. Noch brennt Grill, mehr nicht. Ja. Wo bist du jetzt denn alarmiert? Irgendein Meller klingelt hier und der rennt irgendwo hin. Ach lol, der rennt hier oben zur 1. Ich glaube, ich habe mich mit der Mulde ein bisschen kacke hingestellt, oder Patrick? Kann ich dir noch nicht beantworten, ich bin gerade woanders. Ich weiß nicht, okay. Mein Gefühl sagt ein bisschen weit, also. Ja, könnte möglich sein. Vielleicht schaffst du es ja trotzdem. Ja, das muss ich umparken. Ach du Kacke! Mach bei der Fettexplosion, glaube ich, mal einen Manf draus. Jetzt schon? Yep. Oh, Junge.
Ja, alles, warte. Rettungsdienst. Wenn Gemini alarmiert, dann bitte unten beim Streifenwagen 183 beim. Schön. Ist der Einzige, der gut. Da ist. Muss umparken. Ah, ich sehe jetzt offene Fenster. Ja, okay. Muss umparken. Mit DLK. Wo ist denn das? 2, 4, 5, 6. Da ganz oben! Brava, soll ich unten auch anfahren mit dem DLF? Was um die Ecke steht? Ja, ja, bitte. Ja, dann muss die Mulde warten, bis er Wasser kriegt. Ach, hat Glück gehabt, gerade voll geworden. Wie schaut es beim Drehleiter-Einsatz aus? Ich hab doch gesagt, ich muss umparken. Achso, okay. Ich hab das Fenster jetzt gefunden. Lass mich raten, hinten. Ganz hinten oder ganz oben? Ja klar, Rettungsdienst, die 3Gs, ne? Schön. Also stell dich ein, Patient tot. Ja, verstanden. Dann schicke ich den RTW da schon mal ein. Beziehungsweise weiter zum Manf. Weil Neff langt ja dann zur Todesfeststellung. Ja. Kann ich mit der Feuerwehr auch, geht immer. Tripo ist auch schon da. Dein Gemini, dein Vierer, RTW bitte neben dem anderen parken. Der jetzt unten beim Explosion ja. Reinrast. Ach, da machst du Rettungsbereitstellung. Ja, weil ist eng bis dahin. Ich fahr um gleich, wenn alles ankommt. Ich hatte komplett auf der anderen Seite auf dem Supermarktparkplatz geparkt. Aber okay. Ich stelle mich neben dran. Nein. Falsches Fahrzeug, mein Freund. Na, klaut sich da wer ein Standrohr? Nein. Nee. Oder irgendwas anderes? Ich klatsch dir die Pfoten. Deswegen hab ich ja gesagt, nein. Du Spast, Alter, nimm dein Zeug. Ich hab bei dir nix. Macht dir, ich sehe ein offenes Gerätefach. Ist nichts, ist dann nichts. Dann knallt ihr, Jott. Nee, du bist vorher schon losgefahren. Ist nicht, ich schwöre. Ein Glück. Ich würde mal versuchen, die Person, die im Feuer liegt, wegzuholen. Ja, hört sich gut an. Bevor sie gegrillt sind. Lass die ruhig beim HLF, TLF da vorne mittig liegen. Rettungsdienst kümmert sich drum dann. Das ist eigentlich, wenn ich auf den RTW drücke und quasi links oben so ein Schraubenschlüssel ist. Dann musst du Werkstatt fahren. Wie mache ich das? Wahrscheinlich in dem Sofort. Keine Ahnung. Du stellst Fragen. Dann drück da vielleicht mal drauf. Vielleicht funktioniert das dann. Ja, aber vielleicht. Wartest du, bis das Personal da ist? Ja, der transportiert jetzt erstmal ins Krankenhaus. Ja, dann würde ich gleich auch nicht irgendwie. Ihr könnt auch schon mal einen S-Rettungswagen holen. Ja, kommt. Das ist nämlich einmal Fettsack. Fettsack. Einmal Fett rollt. Einmal Fett rollt. Schon wieder fährt eine RTW mitten durch die komplette Zone durch. Aua. Ja. Tut mir leid. Gut, ja, auch nicht. Ah, super. Ich krieg die Person zwischen den zwei Stühlen nicht weg. Ja, die habe ich auch nicht weggekriegt. Deshalb habe ich sie stehen lassen. Ja, jetzt ist die Frage. Was ist die Frage? Drehleiter am besten hinten auf dem. Auf dem besten Dach. Genau, so. Vielleicht da einpacken so. Und wenn er hinkommt. Na, ich guck mal, dass ich da hinten für den Fall der Fälle nicht zu packe. Die Mulde kann weg. Ja, die Mulde fährt jetzt nach Hause. So, die ankommenden RDWs
Einmal irgendwas, seitlich. Ich habe das Gefühl, dass irgendwo da im Gebäude noch ein, noch eine Person liegt. Du musst da reingucken. Ja, ist auch noch Türöffnung. Ich hätte jetzt grundsätzlich vermutet, dass die eine verletzte Person, die du suchst, ist ja meine Trailer-Aktion. Nee. Wer war der Fettsack, bitte? Der Schwarze. Bitte? Ja, wo der Sani dran ist. Ja, alles klar. Wie höflich, Max. Wer ist der Fettsack, bitte? Der Schwarze! Problem damit! Dann packst du Feuerwerk gleich ein und du kannst ihn durchs Treppenhaus tragen. Das ist mir auch Riller. Nochmal was? Ja, nicht was. Oh, im Wohngebäude. Was möchtest du von mir beim Drehleiter-Einsatz? Ja, nicht. Im Wohngebäude zwei verletzte Personen. Beim Feuer. Ja. Ja, ist verstanden. RD wartet. Ja. Max, machst du quasi da Einsatzleitung, Versorgung und ich mach da nur Transport? Ja, soweit. EH, Keller unter Wasser. Stadtwerke kommen. Ich fahr gleich weiter mit dem LF. Der Wache 1. Wie gesagt, Stadtwerke kommen nur von Falterfälle wegen Strom. Gemini, wenn du willst, kannst du zwei RTW-Besatzungen mit Trage nach vorne schicken. Jawohl. Oder Patrick, Patrick, oder kannst du mit deinem einen LF hinfahren? Ja, im Anschluss. Ich muss jetzt erstmal die Scheiß-Drehleiter-Aktion hier umhauen. Okay. Zum Ende kriegen. Ja, warte, dann machen wir's. Ich fahre dann. Stadtwerke sind eh erst alarmiert. Zweimal Trage ist nach vorne, ich warte hinter der Feuerwehr. Ja. So wie es aussieht, haben wir jetzt nur einen Patienten noch. Ich würde den Aufgabe, wenn es genehm ist. Ja, kannst du. Und dann quasi kann notfalls der Notarzt noch in den RTW kommen zur Behandlung. Ja, wer kennt nie, es steht genau ein Baum, der dreht die Drehleiter in den Baum, Alter. Dumm wie so ein Stück Scheiße. Macht das eigentlich einen Unterschied, welche Trage in welchem RTW war? Ich hoffe, du merken, wenn das Personal nicht passt. Richtig. Der Trick ist, einfach auf das Fahrzeug zu klicken. So, Feuer aus. Ja, und dann? Feuer aus, ich glaube keine Verletzten mehr. Eine Stelle wird dann in den RD übergeben. Ja, das verstanden. Okay. Das hast du doch nicht zu melden. Doch, ich hatte die Einsatzleitung, ich hatte den KDOW dort. Dann fährt mein letzter RDW schon mal rein, Max, ne? Ja, ja. Gut. Ich glaube, Rettungsdienst kann bei dir komplett alle heim. Das ist verstanden. Einmal mit Blau ins Krankenhaus, zweimal RDW, einmal gerade W fährt heim. Aber wir müssen darauf achten, dass wir das Uniklinikum auf der Karte nicht komplett zufahren wegen Intensiv. Wir haben nur ein Intensiv und. Nee, drei Intensiv und ein normales Bett. Mach gerade das rein, die Wasserdeckung oben aufgelöst werden. Alter, ich muss da drüben ans Fenster fahren und der Patient liegt in der anderen Ecke vom Haus. Oh.